Ja, 100% synchronisiert, weil 20 Wachen töten. Ja, ne, sowas. Das kriege ich hin. Gerade so. Alles andere, nee. Bill, nee. Gut, dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Ist jetzt gut? Bestimmt nicht, oder? Oh. Alles löst sich auf. Ist das jetzt schlecht? Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerung. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Sollte das jetzt ein emotionaler Moment sein? Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. So, Burg Masyaf, ja. Mal wieder. Und Sophia steht hier, ne, bei diesem kalten Wetter und ist immer noch genauso leicht bekleidet wie vorher. Dieser Anstieg. Hey, così bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden noch viel mehr gegründet. Okay, sie kann also nicht rennen. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Nee, die gab's schon vorher. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Und da drin steckt echt, ungelogen, sehr viel Wahres eigentlich. Das bereut ist wirklich ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht.
Jetzt 5 Schlüssel für 300.000 Löcher. Das Ende der Straße. Mit dem Massivschlüssel das Rätsel lösen und was die Tür alles. Hinter dieser Tür zu finden. Wissen, hauptsächlich. Ja. Alter Ehe war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Kann Dinge ich das in auch seinem noch drehen? Und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Die Frage ist nur, von wo aus nach wohin soll das... Ach, wir haben ja auch den Adlersinn. Ah, okay, gut. Dann ist das jetzt anders gedacht wahrscheinlich, ne? Kann ich das denn hier weiterleiten? Nein, kann ich nicht. Warte. Dann verstehe ich das, glaube ich, so langsam. Das hier muss beispielsweise zum Beispiel mal hier hin. Das hier muss dahin, wo 4 Dinge aufeinander kreuzen. Das ist da. Das passt sogar exakt so dahin. Das, keine Ahnung. Passt das so dahin? Und das vielleicht so. Und das dann so. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Na dann gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Ganzen Weg jetzt für das hier. Ich bin gespannt. Was ist hier von so unschätzbarem Wert, dass es hier drin so eingeschlossen werden muss? Diese Nachricht für uns. Quasi. Die Bibliothek. Uralte Bücher, uraltes Wissen, alles eingestaubt, alles schon teilweise entwendet. Eine Rüstung. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, fratello mio. Alter, ihr Rüstung selbst hatten wir ja schon irgendwann eingesammelt. Was ist das? Beziehungsweise, welche Erinnerung ist da drin? Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir den Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Ist auch ein merkwürdiges Schicksal, das man sich selbst auferlegt. Im Wahn zu gehen, wenn man weiß, man geht da nur rein, um zu sterben. Lehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns leben.
von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Alter Ihr? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Der Apfel sagt, ich bin lecker. Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist alte Gedanken. Maria. Erinnerung. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Gut, setzen Sie sich einen Moment und ruhen Sie sich aus. Ich bin nicht so schnell, das geht halt ein bisschen langsam hier vonstatten. Gut, wir wissen, wo der Edenapfel ist. Was wird Ezio jetzt damit machen? Ich bin gespannt. So, Edenapfel aufspüren ist ja jetzt eigentlich... Noch die Tür ist schon auf. Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Ziffer? Kannst du mich sehen? Oh, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie.
vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt. Vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Okay.
Okay, das mache ich auch ständig, ne? Ich wache auch immer wieder auf und dann, ne, weiß ich, was ich zu tun habe. Meistens ist es zur Arbeit gehen, ne? Aber sonst, ja. Ich würde mal jetzt behaupten, wir sind am Ende des Spiels angelangt. Ein Spiel, das ich dann doch mit gemischten Gefühlen betrachte. Halt, zum einen ist die Story durchaus gut gedacht, weil sie halt ineinander verknüpft ist mit den vorherigen Teilen und sowas. Zum anderen hat es halt auch so jetzt dieser Part so zwischen den Sultan, den Sohn des Sultans, den Neffen und so weiter und so fort. Das sind so Story-Elemente, nur die sind schon okay, kann man mal betrachten. Hat vielleicht auch tatsächlich geschichtliche Hintergründe oder sowas. Mag gut sein. Aber ich persönlich finde die jetzt nicht so spannend. Ich finde halt mehr spannend halt, wie es halt um die Assassinen, die Templer halt drumherum halt steht. Das haben sie halt auch in diesem Teil mal wieder interessant rübergebracht. Spielerisch bin ich ja schon mal in dem vorherigen Part halt drauf eingegangen. Es ist nicht viel anders als manch andere Assassin's Creed-Titel mit dem Unterschied, sie bauen halt immer so Kleinigkeiten halt weiter mit ein. Jetzt hier tolle Kleinigkeiten jetzt in dem Spiel waren, jetzt hier Assassinen auf Mission schicken, Tower Defense und ganz viele tolle neue Bomben, die einfach nur total meines Erachtens nach sinnfrei sind. Mir reichen nach wie vor Nebelbomben und das reicht. Die anderen 100.000 Bomben, ganz ehrlich, Ubisoft, wer soll die benutzen? Es sind viel zu viele und überall kriegst du die Scheißbomben. Wirklich viel zu viele. Aber, naja. Ne, das ist halt Geschmackssache wahrscheinlich halt auch. Tower Defense ist halt bestimmt für einige. Es gibt wirklich viele Leute, die mögen Tower Defense. Ich bin halt wirklich jemand, ich kann mit Tower Defense Zeug überhaupt nichts anfangen, weil ich damit totaler Kackboom bin. Ne, und Insel wird rekonstruiert. Na, Halleluja. Was ich halt storytechnisch jetzt immer noch so fragwürdig finde, ist jetzt die Begegnung da mit 16 und sowas. Diese paar Cutscenes, die ich jetzt hatte, waren für mich so ein bisschen 100%. Weißt du? Das verstehe ich nicht. Das geht wahrscheinlich über meinen Wirkungsbereich oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ne? Warum auf immer dieser geheuchelte emotionale Moment, wo 16 versucht da einfach nur Desmond zu retten oder sowas, weiß ich, wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden oder sowas, ich habe keine Ahnung. Oder aber man hätte zwischendurch auch diese Animus-Insel da nochmal zurückkehren können und nochmal die 100.000 Dialoge führen können oder sowas, keine Ahnung. Habe ich ja nicht gemacht, weil das ist sowas, das interessiert mich eigentlich ein wenig. Und was macht auf einmal halt der Vater jetzt da? Der Vater von Desmond, was macht der auf einmal da jetzt und schwach da, wenn sie irgendwo hindüsen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte man dafür sämtliche Datenfragmente halt finden müssen und halt auch verbrauchen müssen in diesen komischen Erinnerungsfragmenten von Desmond, die ich nach wie vor sehr merkwürdig finde. Sehr, sehr merkwürdig. Also sowas, weißt du, er läuft einfach nur durch und lässt dir halt irgendwas erzählen von seiner Erinnerung, woran er sich erinnert. Was natürlich jetzt in so einer Welt halt Sinn macht, wenn halt die ganzen Erinnerungen halt zerbrochen sind und sowas, wie halt am Anfang des Let's Plays erzählt wurde. Aber das hätte man auch anders machen können, ganz ehrlich, als jetzt hier einen Laufsimulator mit, baue hier irgendwelche sinnfreien Blöcke einfach mal irgendwo hin, die du auch nur unendlichfach setzen kannst. So, weiß nicht, damit war ich überhaupt nicht zufrieden. Und halt, warum muss das extra anderes Programm für geöffnet worden jetzt hier auf dem PC, ne? Da wurde halt einfach ein anderes Programm dafür geöffnet, wo du halt das dann tatsächlich machen kannst. Das ist sowas, das übersteigt meinen Raum oder sowas, ich habe keine Ahnung. Verstehe ich halt nicht, da bin ich zu alt für oder sowas. Oder mein Horizont ist dafür nicht offen genug oder so. Ich habe keine Ahnung, es fehlt mir halt manches Verständnis für. Aber so im Großen und Ganzen, es hat mir nach wie vor Spaß gemacht, aber es hat viele Momente gehabt, wo ich einfach nur so, ne? Und andere Momente denkst du so, ja, ist okay. Ne, was ich da halt, das merke ich ja bei jedem Assassin's Creed an. Ne, wenn du da halt eine Mission hast, töte den und den. Es ist oftmals so eine Mission, wie töte den auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar als Muss. Nicht als 100% Synchronisation, nein, sondern als Muss. Ne, sonst ist halt desynchronisiert, weil wir ihn halt mit dem Schwert getötet haben und nicht mehr der versteckten Klinge, so ein Motto. Ne, und
Das ist für mich dann immer so ein bisschen so... Ne, weil du hast 100.000 Millionen Möglichkeiten, irgendwen zu töten. Solltest du auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen, weil es halt dann die nächste Cutscene drauf aufbaut oder sowas. Wobei, in anderen Momenten, weißt du, da hast du dann so eine als Missionsziel töte dein Ziel mit einem Giftpfeil. Und in der Cutscene stehst du dann schon bei ihm und hältst ihn in den Arm und hörst du seine Gnadigung an, sozusagen. Aber naja, das ist halt Assassin's Creed. Das hat sich jetzt die letzten Teile nicht wirklich verändert. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht verändern. Aber ja, wir werden auch in der Zukunft irgendwann weitere Assassin's Creed Teile spielen. Der nächste Teil ist dann halt auf der Liste Assassin's Creed 3. Wo ich auch schon fast drauf gespannt bin, weil einige sagen, es ist der schlechteste Teil von allen oder andere sagen, es ist der beste Teil von allen. Mal gucken. Na, werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr spielen, weil dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich nicht unterbringen können. Aber mal gucken. Schauen wir mal. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Danke euch fürs Zuschauen und ja, tschüss und bis denne.
Boah, sind das lange Credits. Aber ich glaube, so langsam kommen sie zum Ende. Hoffe ich. Glaube ich. Das Video ist eh schon lang genug. Glaube ich. Meine ich. Ja, noch wahrscheinlich. Aber wer bis hierhin geguckt hat, kann ja auch nochmal Hashtag Meuchelmörder in die Kommentare schreiben. Einfach nur mal, weil. So, jetzt bin ich aber weg. Sieht schon ziemlich nach Ende aus.
Achso, jetzt ist es wahrscheinlich hier so gedacht, dass ich dann jetzt hier weiter dingsen kann, ne? Ja, dann machen wir das aber nicht, ne? Gut. Ich verabschiede mich dann. Wie gesagt, wünsche euch dann noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen.